Herzlich willkommen zu einem neuen Cineastic-Video. Heutiges Thema Ant-Man. Wie ihr seht, ich habe auch schon eine Marvel-Cap auf, hier passend dazu, in Amerika gekauft. Und ja, Ant-Man ist ja jetzt ein ganz besonderer Superheld, denn er ist ganz klein. Ihr kennt sie alle, die ganzen Marvel-Superhelden. Spider-Man, Hulk, Robert Downey Jr. und... naja, ihr wisst, was ich meine. Und Ant-Man ist ein ganz besonderer Superheld von denen. So, die Mitwirkenden dieses Films. Edgar Wright war anfangs Drehbuchautor. Wir kennen ihn schon aus ein paar anderen Filmen. Er war der Schöpfer der Blood and Ice Cream Trilogie. Shaun of the Dead, Hot Fuzz, The World's End. Also eigentlich ein sehr kreativer Kopf. Distanzierte sich aber vom Film wegen kreativen Differenzen. Unter anderem mit Peyton Reed, dem Regisseur des Films. Nennenswert durch Der Ja-Sager mit Jim Carrey. Zur Besetzung. Die Hauptrolle spielt Paul Rudd. Kennt ihr nicht? Doch, den kennt ihr. Man vergisst ihn nur leicht. Romeo und Julia. Gottes Werk und Teufels Beitrag. Anchorman. Jungfrau 40 männlich sucht. Nachts im Museum. Vorbilder. Dinner für Spinner. Oder auch Woher weißt du, dass es Liebe ist? Ein Film, den ich auch ziemlich gut finde, von James L. Brooks, wenn sich interessiert. Und er ist auch unter anderem Drehbuchautor bei Ant-Man gewesen. Die weibliche Hauptrolle spielt Evangeline Lilly. Kennt ihr auch nicht? Doch! Durch Der Hobbit Teil 2, Tauriel und Michael Douglas. Ja, Michael Douglas halt, ne? Kennt man. Und Michael Peña. Bekannt durch Shooter oder kürzlich American Hustle oder sehr kürzlich Herz aus Stahl mit Brad Pitt. Kurz zur Handlung. Wir befinden uns im Jahre 1989. Physiker Henry Pym, gespielt von Michael Douglas, entdeckt die Pym-Partikel. Die Verwendung dafür wird allerdings von einer anderen Firma namens S.H.I.E.L.D., die man auch schon aus den Avengers kennt, missbraucht. Und Henry Pym steigt darauf aus der Organisation aus. Und es kommt ein Zeitsprung in die heutige Zeit. Scott Lang, gespielt von Paul Rudd, wird nach langer Zeit aus dem Gefängnis entlassen. Er saß wegen Einbruch. Und weil er vorbestraft ist, findet er keine Arbeit. Auch seine kleine Tochter Cassie darf er nicht wiedersehen. Sein Freund Louis, gespielt von Michael Peña, überredet ihn allerdings dazu, wieder einen Einbruch zu begehen. Scott bricht ein, knackt einen Tresor und findet den sehr seltsamen Anzug des Physikers Henry Pym. Dieser Anzug gibt ihm die Fähigkeit, auf Ameisengröße zu schrumpfen. Nach einigem Hin und Her stellt sich dann heraus, dass Pym das alles inszeniert hat, damit Scott Lang absichtlich diesen Anzug bekommt, weil er um seine soziale Lage weiß und ihm weiterhelfen will. Und er bietet ihm an, für ihn zu arbeiten. S.H.I.E.L.D. will nämlich die Partikel von Pym missbrauchen und einen der Anzüge, den sogenannten Yellow Jacket, als Massenware für militärische Zwecke zu verwenden. Scott soll das verhindern. Als Ant-Man. Kommen wir zu meiner Kritik. Kritik an der Handlung. Der Film versucht, nicht nur auf Handlungsebene Konventionen zu brechen. Das ist teilweise natürlich auch Edgar Wright verschuldet, der schön mit britischem Humor die Blood and Ice Cream Trilogie gemacht hat. Das konnte er da natürlich in einer Marvel-Superhelden-Hollywood-Produktion nicht bringen, aber es geht schon eher in die Richtung. Andererseits, was wieder auf den Comic-Autor zurückzuführen ist, der Superheld ist auf Ameisengröße geschrumpft, sehr unkonventionell. Und es geht ausnahmsweise nicht darum, mal die Welt zu retten, das Universum zu retten, auf andere Planeten zu fliegen und so, wie wir es natürlich jetzt zum Beispiel aus den letzten Superheldenfilmen erst kennen, Avengers und Guardians of the Galaxy. Es versucht sich alles immer gegenseitig zu toppen. Sondern es geht schlicht und einfach darum, dass S.H.I.E.L.D. diesen Yellow Jacket nicht bekommt. Und was steht auf dem Spiel? Scott Lang und die Firma. Also, ja. Es wird auch dementsprechend wenig zerstört. Wenn der Superheld und der Bösewicht auf Ameisengröße geschrumpft sind, geht nicht extrem viel kaputt. Es gibt keine Explosionen, muss sich die Michael Bay-Fans leider enttäuschen. Andererseits gibt es natürlich viele bekannte Muster, nicht alle Konventionen können gebrochen werden. Die Hauptfigur wird nicht akzeptiert, kommt durch Zufall zur Superkraft
oder zum Anzug. Ein weiser, älterer Mann als Freund oder Partner. Einer von den Guten wird böse und hat auch auf einmal einen super coolen Anzug. Muster, die wir alle kennen. Figuren. Ja, es gibt halt einen Helden, einen Freund von ihm, einen Älteren, eine Frau und einen Bösewicht. Die interessanten Figuren sind allerdings die Ameisen. Ich glaube, das ist der erste Nicht-Animationsfilm oder Zeichentrickfilm, in dem nicht sprechende Insekten wirklich Figurenpotenzial haben. Beim Zuschauer werden Emotionen geweckt und er sieht die Ameisen als Freunde, als Unterstützer des Helden. Zur Erzählweise. Es ist wirklich sehr kreativ inszeniert. Es gibt spaßige Szenen mit Verkleinerungs- und Vergrößerungsstrahlen, Verfolgungsjagden und einen Showdown im Kinderzimmer. Und Lewis' Erzählungen, also Lewis, der Freund von Scott, die sind auch auf Erzählebene sehr interessant. Wenn Lewis erzählt, Flashback, man sieht Lippenbewegungen von anderen Leuten, aus deren Sicht er erzählt, und man hört dabei seine Stimme. Fand ich mega geil. Kommt oft genug, also ist ziemlich lustig. Und es gibt auch genug Anspielungen auf die Avengers oder auch Mission Impossible oder ähnliches. Der Film ist schwer einzuordnen. Ich meine, klar, Comic-Verfilmung. Aber auch Heist-Movie, Action-Film und Komödie. Komödie mehr als gewohnt, denn der Held nimmt sich selber nicht wirklich ernst. Es ist viel Selbstironie, es ist witziger als Avengers und Paul Rudd macht das Ganze natürlich einwandfrei. Es geht mehr so Richtung Guardians of the Galaxy. Ach und apropos, wie natürlich in jedem Marvel-Film hat der Schöpfer der Comics, Stan Lee, einen Cameo-Auftritt. Wo? Das dürft ihr natürlich selber herausfinden. Fazit. Der Film bricht einige Konventionen des Superhelden-Genres, behält aber auch einiges bei. Entspannte Unterhaltung im Gegensatz zu Avengers. Ich liebe Paul Rudd, schon seit Vorbilder. Mehr Edgar Wright hätte nicht geschadet. Das Spiel mit den Größenverhältnissen ist eine sehr gute Idee. Stan Lee, bester Mann. Und ich würde mich sogar über einen zweiten Teil freuen. So viel dazu, geht ins Kino, keep on watching und wir sehen uns. So viel dazu, geht ins Kino, keep on watching. Bis bald! Ja, ist echt schwierig, so einen coolen YouTuber-Spruch so zum Schluss zu bringen. Sagt mir, wie ihr den findet. Wenn man den immer bringt, dann ist das irgendwann cool, vielleicht. So viel dazu, geht ins Kino, keep on watching und wir sehen uns. Yeah.